Willkommen zur nächsten Folge von Path of Exile. Ihr seht, ich stehe jetzt vor der dritten Schwierigkeitsstufe, Merciless. Und erstmal eine kurze Bestandsaufnahme, wo stehe ich jetzt, wie weit bin ich gekommen. Also klar, von den Karten her, Akt 4 in Kryl ist soweit abgeschlossen, alle Missionen sind erledigt. Was ich noch nicht gemacht habe, ist das Lords Labyrinth abzuschließen. Da werde ich später nochmal probieren, ob ich das schaffe, weil das hat gestern noch nicht funktioniert. Da bin ich einfach gegen den dritten Kampf oder den dritten Bosskampf. Der hat mich einfach so schnell platt gemacht, dass ich da bisher keine Chance hatte. Und aktuell im Skillbaum, ja, der sieht im Moment so aus. Und ich habe jetzt bis hier oben mein 1% Life Regeneration bekommen, habe hier die Projektilgeschwindigkeit und Schaden nochmal die großen Knoten bekommen. Als nächstes steht jetzt an, hier die Stärke noch zu holen mit dem nächsten Punkt. Dann hier meine Bewegungsgeschwindigkeit nochmal, um insgesamt 9% zu steigern. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal meine Status-Alignments nach oben gebracht. Das heißt, ich habe jetzt hier für Schill und Fries eine 50% Chance, dass ich nicht betroffen bin. Also aktuell Chaos ist natürlich noch nicht ausreichend, weil hier werde ich voraussichtlich dann mit minus 21 dann in der nächsten Schwierigkeitsstufe starten. Bei den anderen kommt es schon ganz gut hin, also klar, Cold Resistant reicht es auf jeden Fall, weil bei 105 wären ja dann sozusagen die 40% zusätzlich Abzug, das heißt, also eigentlich nur ein bisschen Fire Resistant, was mir fehlt, aber vor allen Dingen Chaos Resistant ist das, was ich jetzt als nächstes noch versuchen werde, mit Equipment dann nach und nach zu verbessern. Und dann sind hier unten noch die verschiedenen Knoten, also mal gucken, ob ich den hier jetzt so ohne weiteres, also als nächstes noch machen werde, weil erstmal werde ich die Critical Chances dann, aber das sind jetzt schon fast dann 10 Level, die ich erstmal noch aufsteigen muss. Aktuell bin ich jetzt bei Level 65, also es dauert noch eine Weile, bis da dann der nächste Aufstieg erfolgt. Danach geht es dann hier noch weiter runter, hier ist natürlich ein Bogen mit Aerospeed, den ich auf jeden Fall als erstes belegen werde, später dann eventuell auch noch den Bogen hier oben. Und zusätzlich dann hier unten die Runde nochmal, um den Critical Strike Multiplier weiter nach oben zu bringen. Eventuell werde ich auch noch irgendwas rausnehmen, vielleicht werde ich den da nicht machen und stattdessen mir hier noch einen Juwelensocket zu aktivieren, weil genauso wie den hier oben, der ist im Moment eingeplant. Das werde ich dann noch im Detail entscheiden, je nachdem wie gut sich mein Charakter überhaupt spielt und was ich eventuell für Juwelen bekomme. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, die Chaos Damage nochmal hochzubringen, nachdem ich hier aktuell mit meinen Skills da ganz gut liege. Also der Caustic Arrow hat aktuell mit 2600 Schaden, ich denke auch eine ganz gute Basis, und mit 1187 Schaden pro Sekunde, die dann noch verstärkt werden. Also nachdem die dann getroffen werden, halt in dieser Chaos-Wolke, in dieser Poison-Wolke. Mein Spit Arrow ist aktuell so, dass ich da Poison noch integriert habe. Das heißt, die werden dann auch vergiftet. Und der stärkste ist aktuell Burning Arrow. Wobei die Werte im Moment nicht ganz passen, weil natürlich jetzt der Herald of Ash noch nicht dazugezählt wird, weil der in der Stadt eben deaktiviert ist. Ansonsten von Blink Arrow und Marrow Arrow habe ich im Moment beide ausgerüstet. Und natürlich der Rain of Arrows ist im Moment mein Speed-Angriff, mit dem ich mir versuche dann gerade in den Breaches die Monster vom Leib zu halten. Es klappt nicht immer sehr gut, je nachdem wie schnell und häufig sie dann auftreten, und die Breaches waren bisher auch das, die mich am meisten gekillt haben. Und das Einzige, was ich unglaublich schade finde, mein Minon hat 10-mal so viele Lebenspunkte wie ich. Also mit dem würde ich gerne tauschen. Lebenspunkte sieht es bei mir als Fernkämpfer und Archer bisher recht mau aus. Mal gucken, was sich da noch tun lässt. Und ein Blick noch auf die Challenges. Also klar, die Breaches hatte ich schon offen. Die Encounter habe ich auch schon mit euch verabgeschlossen gehabt. Die Wahl-Side-Areas waren, glaube ich, auch schon komplett. Jetzt fehlt eigentlich hier noch, okay, Essences. Da habe ich jetzt eine bisher erst verwendet, als ich meinen aktuellen Bogen ausgerüstet habe. Wie ihr seht, hat er zumindest schon 4 Sockets dann. Das habe ich mir nicht entgehen lassen und die Ergebnisse waren zumindest ausreichend. Ah ne, Quatsch, hier habe ich den benutzt. Also für den Frontierleder. Da habe ich die Cold Resistance genommen und dann gleich noch die Chaos Resistance dazu bekommen. Das war natürlich ideal. Das war mein erster Ausrüstungsgegenstand, der mir jetzt deutliche Chaos Resistance ermöglicht. Und ja, ansonsten habe ich im Moment tatsächlich Gegenstände mit den maximalen Socket-Möglichkeiten, auch wenn die noch nicht alle, also der hat noch nicht aktuell alle verbunden. Auch das Ding hier hat noch nicht alle verbunden, was im Moment aber noch unkritisch ist. Aktuell habe ich 2 Uniques ausgerüstet, einmal den Gürtel
und eben einmal die Scholar Boots Complete Cruel Quest, das habe ich alles abgeschlossen. Was mir noch fehlt, ist noch ein Encounter. Und ja, da fehlt mir jetzt noch einer mit 2 Tournament Spirits. Ja, mal sehen, wann ich das erreichen kann. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen, hängt halt ein bisschen vom Zufall ab. Ansonsten von den Master-Missionen, da fehlt mir eigentlich nur noch Vagan dann, damit ich bei ihm eben als 5. alles Missionen voll habe. Ansonsten wäre Haku noch möglich, nochmal 3 Missionen. Zahna habe ich noch nicht getroffen, das dauert ja auch noch ein bisschen. So, in Kohl habe ich eben auch die Bosse gekillt, das ist eben damit auch abgeschlossen. Und ja, die anderen sind alle noch Work in Progress. Also die Rare Monster, da fehlen noch 75, 76 Monster. Ah, Identify 100 Unique Items. Da habe ich zwar noch nicht bestimmte, aber ich habe schon 20 Unique Items identifiziert, immerhin. Und ja, genau, also das hier Kill 100 Nemesis Rares, das ist zumindest ein Encounter von der Stufe 3, die ich auch schon abgeschlossen habe. Und sonst sieht es hier unten noch ziemlich leer aus. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal neugierig dann eben auf hier diese ganzen Map-Geschichten und wie anstrengend die Maps werden und ob ich da auch ein paar Lieblingsmaps dann weiter spielen kann, die dann hoffentlich eine von diesen Grind-Dings hier mit 10.000 Map-Tiers dann einfach auch noch Spaß machen, die zu erfüllen. Die Extension, also das Cool, habe ich noch nicht geschafft, da werde ich dann nochmal drauf schauen, wenn ich mich noch ein bisschen verbessert habe. Also, auf zum Twilight Stand und die letzte Schwierigkeitsstufe. So, also genau, Defense minus 21 und mir fehlen letztlich nur 12% und 1% Lightning Resistant, um hier auf die Maximalwerte wieder zu kommen. Das sollte sich, denke ich, ganz gut machen lassen, aber eben Chaos ist jetzt mein größter Schwachpunkt. So, und dann kommt jetzt auch schon Hillock, der jetzt ja noch ein bisschen mehr durchdreht, wenn er dann rumspringt. Aber ich kriege ihn auf jeden Fall ziemlich schnell klein. Ah, er hat jetzt nochmal wieder Leben dazu bekommen. Ha! Hat er seinen Sprung nicht mehr zu Ende bekommen. Sehr schön. So, das heißt, die Bosskämpfe sind aktuell noch nicht so herausfordernd, weswegen ich dann natürlich das auch möglichst kurz halten werde. Mal schauen, vielleicht gibt es in dieser Schwierigkeitsstufe doch gar nicht so viel zu zeigen, aber ihr seht, ich bin auf dem Weg und hoffe, ich bin dann bald an der Stelle, um in die Maps zu starten. Und da ist schon die nächste. Boah, Feuerfury hat Feuer nichts entgegenzusetzen. So, dann mal gucken. Der erste Breach in Merciless. Mal schauen, wie gut ich den überstehe. Nicht sehr gut. Erstmal raus aus dem Kreis und ein bisschen Abstand halten. Okay. Naja. Zumindest bin ich nicht draufgegangen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Naja, das hat doch ganz gut geklappt.
Schon wieder ein Ulnet. Coole Sachen. So, also jetzt zum Bosskampf mit Botus, der jetzt einen riesen Bereich hat, in dem diese blöden Bodendinger rauskommen und auch sonst, ich glaube, mit dieser Bodenwelle genauso gefährlich ist. Mal gucken, ob ich es schaffe, ohne einmal zu sterben. Also, auf geht's. Ja, da ist schon diese Bodengeschichte. Genau, jetzt hat er die da ausgelöst, wo er selber steht. Und er beschäftigt sich gerade mit meinem Minon. Sehr gut. So, dann geht's jetzt schon zum letzten Kampf im ersten Akt zu Mervils Lair und mal schauen, ob sie schwieriger ist. Ja, aber da ist sie schneller gestorben als ihre zweite Tochter zumindest. Und damit ist letztlich der Akt auch abgeschlossen. Ja, soweit heute zum ersten Akt in der Merciless-Schwierigkeitsstufe. Und nachdem die Bosskämpfe jetzt doch nicht so schwierig waren, wie ich befürchtet habe, werde ich die Folgen jetzt erst fortsetzen, wenn ich dann tatsächlich im Endgame bin und anfange, die Maps zu erkunden. Und ja, bis dahin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!